Wunderschönen guten Abend, meine Abonnenten. Heute habe ich was Neues, was Richtiges gehört, was eine Frechheit ist. Ja, man denkt immer, wenn irgendwo eine Familie in Fahrlang ist, der bezahlt schon alles. Ja, so doof bin ich aber auch nicht, habe ich immer zu meiner Frau gesagt. Ja, meine Frau hat noch einen Bruder, der ist ja krank und so, der ist, muss alle 2 Tage zum Blutwäsche. Und er sitzt öfter vorne und guckt oder ist bei sich in sein Zimmer. Und es wird behauptet, er hat eine Flasche oder einen Stein genommen und hat gegen ein Auto geworfen. Dann ist er den Spiegel kaputt gegangen. Ja, wir waren ja an Einkaufen gewesen, ich mit meiner Frau heute noch. Und da hat die Polizei angerufen. Und dann haben wir ein bisschen nachgeforscht, haben wir die Mutter, da haben wir mit ihnen gesprochen. Und dann haben wir noch mal einen Bekannten, der ist in Bangkok ein höherer Polizeibeamter. Und er hat dann zurückgerufen in die Wache bei Tepasib. Und da war es nachher ein bisschen freundlicher und anders. Dann wurde meine Frau wieder zurückgerufen. Da hat sie gesagt, mein Bruder wird nichts bezahlen. Die Mutter hat ja wieder Angst gehabt. Er hat gesagt, sie braucht keine Angst haben, dann geht es vor Gericht. Was wurde denn zwischen Stein oder Flasche und so? Und das Deutsche, es waren ja 2 Häuser weiter und die Tochter hat das gesehen, die wohnten hinter dem Haus und so. Ja, war sie an der Straße? Nein. Ja, kann sie durch die Häuser gucken? Dann hat sie Röntgenblick. Da habe ich gesagt, da habe ich ja Angst, wenn ich mich dann irgendwie mich duschen gehe ohne an. Hat sie es auch gesehen? Da habe ich gesagt, sowas ist schon eine harte Verleugnung. Man kann sie verklagen gegen einen Schadenersatz und so. Und das ist nicht gut. Und jetzt verstehe ich, warum meine Frau gerne weg will aus diesem Dorf. Es ist jetzt, seitdem ich da bin, immer mehr Vorfälle mitgekommen mit Bezahlen. Und dann sagt er, wenn er einen Stein oder eine Flasche geworfen hat, dann muss auch die Flasche irgendwie noch ein Beweismittel sein. Dann muss auch die Schäbe sein und so. Und so schnell geht von der Flasche nicht. Ein Spiel kaputt und so. Ja, und Verwandtschaft ist ja wenig glaubwürdig. Da kann ich auch so sagen, so mit meinem Auto und so. Ja, ich habe einen Kratzer dran ungefähr. Ja, er hat was geworfen und so ungefähr. Dann kann ich das über seine Versicherung laufen lassen oder er muss bezahlen mich und so. Ja, wenn das so einfach ist und so. Ja, und jetzt will der Polizist nochmal hingehen und nochmal nachfragen. Da habe ich ja zu meiner Frau gesagt, ja, ich habe das Gefühl, seitdem ich da bin, dann denken sie immer, er hat kein Geld, aber ich habe Geld, ja. Und das haben wir jetzt auch im Zahngefühl, da haben wir den Polizisten gesagt, wenn das so ist, ja, und das ist noch nicht mal eine Beweise, 100%, nur Vermutung, dann kann ich sie ja verklagen wegen Verleugnung und so. Sie hat ja gesehen, ein neues Auto, neues Haus, neue Sachen gekauft und alles auch, was wir da im Haus gemacht haben und so. Na, wie gesagt, so einfach ist das. So kann man dann das Geld von Fahrlang holen, wenn er es nicht bezahlt und so. Da habe ich gesagt, das ist Verleugnung. Ich will sie verklagen, auf Verleugnung, Schadenersatz verlangen, sowas. Ja, aber es wird erstmal geprüft und so. Aber ich habe gesagt, lass das auf Gericht ankommen und dann werde ich auch sagen, die Polizei muss ja ein Protokoll machen. Wenn sie genau das Gleiche sagt, Stein oder Flasche, dann sage ich, hast du das gesehen? Da muss auch irgendwie Glasscherben sein und so. Und wir können ja mal testen durch einen anderen Fahrzeug auf dem Schrottplatz, wenn man mit einem Stein und einer Flasche einen Spiegel kaputt kriegt. Das ist erstmal die Frage. Ich glaube nicht. Der kann ja noch nicht mal werfen. Der hat Probleme mit Gehen. Was soll der denn? Der soll im Sitzen. Und im Sitzen kannst du keine Flasche so schmeißen, dass ein Spiegel kaputt geht und so. Da frage ich mich doch selbst, theoretisch und so. Ja, wir warten, bis erst das was abkommt und so. Wir kriegen ja Bescheid und so. Ich habe das Gefühl, es geht nur um, weil sie arm ist und hat ein altes Auto. Ich brauche Geld. Machen wir es so, der Fahrlang, der bezahlt das ja schon, weil er ja nichts hat und so. Aber das ist ja schon eine Frechheit, ist das. Und da will ich auch gegen angehen. Und das will ich auch machen. Ich will gegen sie verklagen als Verleugnung. Trotzdem kein Geld, aber sie soll erstmal ein Denkzettel kriegen, damit es im Dorf rumgeht, dass wir keine dumme Leute sind. Was sagt ihr denn dazu? Tja, es gibt immer was Neues in Thailand. Ja, bis nächstes Mal. Ciao, meine Jungs.